Der vielleicht wichtigste Theaterpreis des Landes wurde am Sonntag in Schwerin vergeben. Martin Brauer, Schauspieler am Mecklenburgischen Staatstheater seit 2016, erhielt den mit 2.500 € dotierten Konrad-Eckhoff-Preis. Vor allem seine Rolle des Josef Thura in der Inszenierung von Sein oder Nichtsein hatte die Jury überzeugt. Die Gesellschaft der Freunde des Mecklenburgischen Staatstheaters vergab den Eckhoff-Preis zum 21. Mal. In diesem Jahr wurden Änderungen beschlossen. Die Altersbegrenzung der Preisträger zum Beispiel wurde aufgehoben. Davon profitierte auch der 1971 in Rostock geborene Martin Brauer. Es hat sich auch viel verändert in den 20 Jahren von der Struktur der Belegschaft. Die ewig langen Verträge an den Theatern werden immer seltener. Es ist eine große Fluktuation eingetreten. Es sind nicht mehr so vielen jungen Schauspieler da, die wir damals ja dann hatten, wo wir gesagt haben, wir wollen fördern, für die jungen Schauspieler eintreten. Aber wir haben dann immer die Altersgrenze noch ein bisschen weiter Auge zu und noch mal ein bisschen mehr. Und dann haben wir einfach im vorigen Jahr gesagt, so nach 20 Jahren kann man mal einen Cut machen und wir machen das neu. Der Theaterfreund Hans Thon hatte das Preisgeld gemeinsam mit seiner Frau in diesem Jahr gestiftet. Mit einer Friedrich-von-Flotow-Medaille wurden Kollegen geehrt, die das Theater nach langer Zugehörigkeit verlassen. Neben Christian Hees vom Musiktheater und dem Mahlsaalleiter Ulrich Altermann auch die Pressesprecherin des Mecklenburgischen Staatstheaters Franziska Pergande.